Mit dem Besten von Völl TV machen wir jetzt weiter, liebe Zuschauer. Wir haben richtig gute Nachrichten. In wenigen Tagen schon, das heißt in weniger als 2 Wochen, werden unsere beiden beliebtesten Heizkörper, Zusatzheizkörper, endlich wieder lieferbar sein. Und wir möchten uns an dieser Stelle schon jetzt für Ihre Geduld bedanken. Aber ich sag mal, gerade bei diesen Preisen für Heizöl, für Gas und so weiter, sucht man natürlich immer wieder nach Alternativen zum Thema Heizung zu Hause, um vielleicht die Heizung, die normalen Heizungsanlagen vielleicht ganz einfach auszulassen, so lange wie es irgendwie geht und damit natürlich bares Geld zu sparen. Und solche Konvektorheizungen sind absolut perfekt, wenn man mal eben auf die Schnelle eine bestimmte Wunschtemperatur in einem Raum erreichen müsste. Deswegen waren sie im letzten Sommer sehr, sehr schnell vergriffen, so absurd wie es klingt, im Sommer Heizungen zu verkaufen. Aber es war wirklich so. Aber pünktlich, bevor es richtig losgeht mit den eiskalten Temperaturen hier bei uns in Deutschland, werden wir wieder liefern können. Achtung bitte, die Vorbestellerliste ist jetzt schon ausgesprochen voll. Deswegen bitte, bitte, bitte auf jeden Fall vorbestellen. Was genau sind denn eigentlich Konvektorheizkörper? Na, Konvektorheizkörper sind die idealen Ergänzungen jetzt, wie du schon sagtest, um die Zentralheizung mal noch ein bisschen länger auszulassen. Ja. Ich habe tatsächlich noch nicht die Heizung an. Wie sieht es bei dir aus? Ab und an habe ich sie mal angemacht, aber ich belasse es bei Stufe 1, maximal Stufe 2. Ja, und gerade als Hausbesitzer werde ich mich wahrscheinlich immer noch davor hüten, die große Zentralheizung anzumachen. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir gerade noch recht milde Temperaturen haben. Trotz alledem, im Bad ist es das erste Mal, dass es für mich dann unangenehm wird, wenn es da kalt wird. Oh. Also ich muss ja nicht die ganze Wohnung, das ganze Haus direkt heizen. Vielleicht auch erstmal nur einen Raum und dann reicht das aktuell vollkommen aus. Deswegen sind die WLAN-Konvektorheizungen ja so super beliebt. Die bedienen sich an der Luft im Raum. Kalte Luft wird hier eingezogen, wird erhitzt und oben wieder rausgeblasen. Gleiches Prinzip wie bei einer normalen Heizung. Nur, dass sie hier super viele Vorteile haben mit so einer WLAN-Konvektorheizung. WLAN bedeutet, dass diese Heizungen auch WLAN-fähig sind. Und das hat ein paar entscheidende Vorteile für Sie. Zum einen können Sie bei der Heizung, ich zeige es Ihnen mal, eine Wunschtemperatur einstellen. Wir können gerne mal, okay, dann schauen wir aufs Handy, wenn der Regisseur das so möchte. Schauen Sie mal, wir haben hier eine kostenfreie App für Sie, die Elysion-App. Die kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon bei uns bestellt haben, ein WLAN-fähiges Gerät. Und da kann ich jetzt die Temperatur genauso einstellen, wie ich sie gerade brauche. Das kann in dem einen Raum 25 Grad sein, in dem anderen Raum darf es vielleicht auch ein bisschen kühler noch sein mit 21 Grad. Und die WLAN-Konvektorheizung heizt jetzt punktgenau auf die Temperatur, die Sie haben möchten. Das können Sie über die App einstellen, aber natürlich auch am Gerät selber. Also man benötigt nicht unbedingt die App. Hat aber auch noch einen anderen entscheidenden Vorteil. Sie können jederzeit von unterwegs Ihre Heizung anmachen. Und das ist jetzt was, da sehen wir vor allem auch mit unserer Arbeit einen totalen Vorteil, weil wir sind ja nur, um ehrlich zu sein, sehr kurze Zeit zu Hause. Ne? Ja, vor allem sehr spät abends. Warum soll ich jetzt bei mir zu Hause den ganzen Tag die Heizung anlassen? Ja, unabhängig davon, dass es ein kleines Vermögen kostet. Ja. Wenn ich es den ganzen Tag nicht wirklich nutze, trotzdem möchte ich dann abends, wenn ich noch eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden wach bin, noch eine angenehme Temperatur haben. Und ich möchte es vor allen Dingen warm haben, wenn ich nach Hause komme. Ja. Und das kann ich jetzt hier vom Handy aus steuern. Ja, schauen wir gerne noch mal drauf. Der Clou ist hier, dass wir noch eine andere Einstellungsfunktion haben. Und zwar können wir hier Zeitpläne erstellen. Schauen Sie mal, um 17 Uhr soll die Heizung angehen, um 22.24 Uhr soll sie ausgehen. Und beliebige Zeitpläne können Sie hier einstellen. Das heißt, Sie können jetzt Ihre Heizung ganz genau auf Ihren Alltag abstimmen. Und das ist hier der absolute Vorteil. Und was machen wir, wenn wir früher Feierabend haben und der Zeitplan sieht erst vor, dass wir um 17 Uhr heizen? Ja. Naja, normalerweise bist du bei einer normalen Heizung aufgeschmissen. Richtig. Dann muss ich nach Hause kommen und muss erst aufdrehen und eine halbe Stunde warten, bis sie warm wird. Und ganz ehrlich, wenn du aus dem Kalten nach drinnen kommst, dann willst du eigentlich dann direkt es warm haben und dich aufwärmen können und vor allem loslassen können, entspannen können. Bei mir geht das immer nur mit einer gewissen Wärme. So, und das können Sie natürlich auch von hier aus steuern. Wenn Sie also unterwegs sind, nehmen wir mal an, Sie sind gerade im Bus und Sie wissen, ach, in 20 Minuten bin ich zu Hause, dann mache ich doch einfach hier die Heizung an. Zack, wähle meine Wunschtemperatur. Wenn es draußen mal zufälligerweise ein bisschen wärmer ist, weil die Sonne scheint, dann mache ich es eben auf 19 Grad, vielleicht auch auf 21 Grad. Sie entscheiden das. Und Sie entscheiden das, egal wo Sie sind, egal wann, weil Sie den Zugriff haben
mit dieser App. Aber wie gesagt, alle Einstellungen können Sie auch am Gerät selber vornehmen. Das heißt, diese WLAN-Konvektorheizung funktioniert natürlich auch einwandfrei ohne App. Aber das ist doch echt genial, ne? Meine Heizung, die genau auf meinen Alltag abgestimmt ist. Perfekt mit der Wunschtemperatur, perfekt mit dieser Zeitvorwahl natürlich und das Ganze dann auch noch mobil bedienbar oder natürlich auch direkt am Gerät selber, das ist klar. Aber gerade diese mobile Bedienbarkeit finde ich spitzenklasse. Wenn ich jetzt weiß, ich komme mal 2 Stunden vorher als geplant nach Hause, dann kann ich eben schon mal die Heizung einschalten, muss aber nicht jedes Mal erstmal großartig auf die Zentralheizung im Keller setzen und so weiter. Also das finde ich wirklich perfekt. Und was ich auch super finde, ist die Tatsache, dass hier jetzt nicht wie bei einem klassischen Heizlüfter oder sowas mit diesem Ventilatorbetrieb die Luft immer gleich so aufgewirbelt wird, wenn da mal Staub drauf liegt oder was. Das passiert hier quasi in diesem Hohlraum innen drin, das heißt unten die kalte Luft rein, oben die kalte Luft raus. Warme Luft. Die warme Luft raus, ja. So macht es Sinn, hast du recht. Ja, also so wie es eigentlich immer sein sollte. Das heißt, rein physikalisches Prinzip, warme Luft steigt immer nach oben und das sind diese Heizkörper. Genau. Schönes Modell. Schön knuffig, schön handlich, vor allen Dingen auch schön leicht und das natürlich auch mobil einsetzbar, auch mal von einem Raum in den anderen. Auch wenn Sie jetzt mal sagen, Mensch, ich habe da so einen Hauswirtschaftsraum, da bin ich einmal die Woche für eine Stunde zum Bügeln beispielsweise oder um die Wäsche aufzuhängen oder auch mal unten im Keller, wenn man die Wäsche macht, dann macht es natürlich auch da Sinn, vielleicht die große Heizung, so nenne ich es jetzt einfach mal, auszulassen und vielleicht dann doch lieber eher mal so einen kleinen Heizkörper reinzustellen und dann eben für die Zeit meines Aufenthaltes dort meine Wunschtemperatur einzustellen. Das geht ruckzuck mit der Temperatur, mit so einem tollen Heizkörper. Aber man muss ja nicht jedes Mal den ganzen Raum heizen, erst recht nicht eine Stunde vorheizen. Innerhalb weniger Minuten haben die hier den Raum auf Temperatur. Die sind wirklich sehr kraftvoll und vom Stromverbrauch her sind die entsprechend gering, besonders dann, wenn ein geringer Temperaturunterschied zwischen der Soll- und der Ist-Temperatur besteht, dann sind das vielleicht ein paar hundert Watt, aber definitiv bei weitem nicht so viel wie die große Zentralheizung im Keller. In ungefähr 2 Wochen wieder lieferbar für knapp 124 Euro. Ein Spitzenpreis übrigens, versuchen Sie mal aktuell solche Art von Heizkörper zu bekommen. Die sind also auch im Einzelhandel sehr stark nachgefragt und bei uns lange ausverkauft und in wenigen Tagen wieder zu haben mit der ZX8106 und die 569. Vielleicht gefällt Ihnen aber auch das zweite Modell. Ja. Ich persönlich mag am zweiten Modell, dass man es nicht nur hinstellen, genau, sondern auch sehr komfortabel aufhängen kann. Und ich finde den sehr schick. Genau, letztlich ist es Geschmacksfrage und auch die Frage, wie du sagtest, möchte ich den hinstellen oder möchte ich den an der Wand vielleicht auch dauerhaft anbringen. Beide Optionen haben Sie. Beide Modelle sind aber auch mobil von Raum zu tragen und deswegen super flexibel. Die Funktionen sind hier sehr ähnlich. Also wie bei dem vorherigen Modell haben wir bis zu 37 Grad, die wir einstellen können, 3 Leistungsstufen, die wir einstellen können. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, und da können wir gerne auch noch mal aufs Gerät schauen, aufs Display, mit der App direkt die Heizung anzuschalten, wann immer wir sie brauchen. Schauen wir mal auf die Heizung. Sie sehen, ich habe das Handy in der Hand. Ich muss mich gar nicht bemühen und nach vorne zum Gerät gehen, mich bücken, sondern ich drücke hier ganz einfach den Anschalter. Zack. Und Sie sehen, das Display ist an. Und Sie sehen, ich habe meine Wunschtemperatur hier eingestellt auf 23 Grad. Oh, und jetzt hier heizt er auf 23 Grad hoch. Ja. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, mit Zeitplänen zu arbeiten. Ich meine, die allermeisten Menschen haben ja einen gewohnten Alltag. Meisten, ne? Weiß ganz genau, um 7 Uhr verlasse ich das Haus, um 17 Uhr komme ich nach Hause oder ähnliches. Und Sie können die Heizung jetzt auch schon voreinstellen. Selbst wenn Sie nicht so app-affin sind und von unterwegs aus die Heizung nutzen, dann haben Sie hier eine wunderbare Unterstützung, um diese Zeitpläne einmal einzurichten, dann habe ich sie, dann habe ich meine Ruhe. Und schauen Sie sich das mal an, wie elegant sich das hier auch an der Wand macht. Das ich finde das persönlich sogar besser als die herkömmlichen Wandheizungen, die man schon vorinstalliert zu Hause hat. Um ehrlich zu sein, ich habe noch so eine alte Rippenheizung, ich glaube so aus den 60er Jahren, unabhängig davon, dass sie unbedingt noch mal lackiert werden müsste, sieht die nicht gerade schön aus. Also das jetzt wirklich mal ein sehr, sehr schönes Modell. Und was ich auch super finde, ist, dass dieser Heizkörper ganz genau die Temperatur überwacht, übrigens hier auch mit Sprachsteuerung, also wenn Sie die berühmte Dame Alexa zu Hause haben oder einen Google Assistant, können Sie auch sagen, Alexa, mach mal im Wohnzimmer auf 23 Grad, dann passiert das eben auch per Sprachsteuerung. Aber ich finde es einfach klasse, dass hier der Thermostat dafür sorgt, dass die konstante Raumtemperatur gehalten wird. Auch der Konvektorheizkörper in wenigen Tagen wieder lieferbar. Bitte, bitte, bitte vorbestellen, liebe Zuschauer, und genießen Sie Ihre Bestellung und haben Sie ganz großen Dank.